Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt Pokémon Mond. Endlich ist es draußen und mein Fokus spinnt rum. Mal scharf stellen. Gut. Jedenfalls, ja. Ja, Alola-Region. Endlich ist es soweit. Und ja, ich freue mich richtig drauf. Ich habe mich vom Gameplay eigentlich nicht spoilern lassen, außer von den ganzen Trailern, die uns förmlich zugespammt wurden. Eigentlich haben, naja, wir wurden zu viel gespoilert. Aber naja, wir wollen keine Zeit verlieren, sondern fangen jetzt endlich an. Natürlich auf Deutsch möchten wir spielen. Und let's go! Die Einstellungen wurden gespeichert. Das ist schön. Du erhältst einen Anruf von Professor Kukui aus der Alola-Region. Ja. Ich finde die Musik so nice. Ein Augenblick. Abend. Es dauert nicht mehr lange, bis du nach Alola ziehst. Die Alola-Region besteht aus mehreren Inseln. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es hier so viele seltene Pokémon gibt. Die Alola-Region ist die Heimat vieler Wesen, die Pokémon genannt werden. Pokémon sind wirklich einzigartige Lebewesen. Sie halten sich im hohen Gras auf, in Höhlen, am Himmel, im Meer, einfach überall. Pokémon und Menschen helfen einander aus und leben in Harmonie miteinander. Manche Leute werden zu Pokémon-Trainern und lassen ihre Pokémon gegeneinander kämpfen. Puffels, ich kann jetzt mit dir nicht spielen. Ich stecke mitten in einem wichtigen Gespräch. Ich hätte da ein paar Fragen an dich, um den Leuten in Alola mehr von dir erzählen zu können. Welches dieser Foto stammt gleich nochmal von dir? Gute Frage. Nehmen wir mal ihn hier. Der sieht auf jeden Fall ziemlich perfekt aus. Nichts gegen die anderen. Also oben, nicht unten. Nichts gegen die, aber der ist ganz frisch aus. Also nehmen wir ihn. Das bist du also. Ja, das bin ich. Gut. Und könntest du nochmal deinen Namen für mich buchstabieren? Na klar, gerne. Und zwar heiß ich, wie gehabt. Gut, groß und klein auf jeden Fall, weil zu groß möchte ich es jetzt auch nicht. Ich glaube, man kann hier hin und her wechseln, würde ich jetzt mal so sagen. Oder? Ja, okay, ja, hier unten. Kleinen Buchstaben. Perfekt. So, ja, Justin. Ja, so heiße ich. Justin, habe ich das richtig notiert? Ja, das hast du. Alles klar. Jetzt habe ich alle Infos, die ich brauche. Justin. Toll, dein Name schlägt ein wie ein Donnerblitz. Wenn du sagst, ich freue mich schon darauf, dich persönlich willkommen heißen zu dürfen. Bis später, Professor Kukui. Hey Justin, hilfst du mir bitte bei den Vorbereitungen für den Umzug? Ja klar, mach ich gerne. Ein Charakter, der oft in den Trailern gezeigt wurde und den wir alle auf jeden Fall kennen. So. Sie wird gejagt, aber von wem? Das ist hier die Frage. Aber sie hat irgendwas in ihrer Tasche. Ein Pokémon? Ja, höchstwahrscheinlich.
könnten auch Mitarbeiter von der Elder Foundation sein. Aber was passiert jetzt? Irgendwas Mysteriöses. Ach, das war das Intro? Nice. Als wenn es das Intro war, dann ja. 3 Monate später. Ach, ist das nicht herrlich idyllisch? Unser erster richtiger Abend unter dem Mond von Alola. Sein sanfter Schein ist ja so beruhigend. Na gut, es wird Zeit, die Umzugskartons auszupacken. Mauzi, gehst du bitte Justin holen? Ja, mach ich gerne. Unser Zimmer. Ja, Mauzi. Ja, sieht ganz nice aus. Und hier schläft auch unser Hauptprotagonist, wenn man das so sagen kann. Mauzi. Nicht immer übelst nicht gepasst, aber naja. Okay, jetzt können wir aufstehen, oder? Ja. Nice. So, hier sind wir ja schon mal im Zimmer. Mal schauen, ob es jetzt vielleicht wieder irgendwo vielleicht wieder einen Trank zu ergattern gibt oder so. Das war ja in den meisten Generationen so. Ein paar Umzugskartons, die noch nicht ausgepackt wurden. Okay. Ich finde das irgendwie schön, dass man selber so Aktionen quasi ausführen kann. Weil bei den vorherigen Generationen war es einfach so, zum Beispiel jetzt von Pokémon-Sendern oder generell, einfach durch die Tür und das war's. In Pokémon Mond und Sonne ist es halt so, dass man halt vorher den A-Knopf betätigen muss, um etwas auszuführen. Das finde ich mal eine sehr gelungene Idee. Wenn es sonst nichts gibt, aber ja, das ist eine Plüschpuppe des Maus-Pokémon Pikachu. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr identisch aus. Das ist eine Wii U, eine weiße Wii U. Da steht eine Wii U-Konsole. Das Gamepad hat einen eigenen Bildschirm. Jo, das sieht man. Du schaust in das Notizbuch, das dein Vater dir gegeben hat. Abenteuerregel Nummer 1. Drücke den X-Knopf, um das Menü zu öffnen. Abenteuerregel 2. Wähle Speichern, um dein Spiel zu sichern. Okay, das müsste für jeden klar sein. Also ab jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie man richtig speichert. Ja. Hast du noch irgendwas zu sagen? Denke ich mal nicht. Und wenn es hier sonst nichts gibt, dann... Oh. Ein Ditto-Kissen und der Pokewedel sind mit Mauzis Kratzspuren überzogen. Okay. Ja, wenn es hier sonst nichts gibt, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Wohnzimmer. Ja. Was mit einer Küche kombiniert ist. Halbwegs. Du hast tief und fest geschlafen, was? Jetzt strotzt du sicher nur so vor Energie. Und Justin, freust du dich schon auf Alolas Pokémon? Ja, auf jeden Fall. Das lobe ich mir. Ich würde ja auch viel lieber rausgehen. Ich würde auch viel lieber rausgehen, als hier die Kartons auszuräumen.
Wir leben jetzt schließlich in der Alola-Region, einem Inselparadies, das viele Touristen anzieht. Da werden auch die einheimischen Pokémon bestimmt alle total lieb sein, ganz sicher. Hoffen wir's mal. Oh, es hat an der Tür geklingelt. Das kann eigentlich nur der Professor Kukui sein. Machst du ihn bitte auf, Justin? Jo, das machen wir gerne. Gibt's hier noch was zu erforschen, wenn man das... Okay, anscheinend nicht, weil er kommt einfach so rein. Er ist zwar angeklopft, aber wir sollen ihm die Tür aufmachen. Aber nein, er geht quasi einen Fick drauf und geht einfach so durch. Warum auch nicht, ne? Ja, aber wie dem auch sei. Hallo Justin, ich bin's, Professor Kukui. Endlich lerne ich dich persönlich kennen. Freut mich sehr. Die Reise nach Alola war bestimmt anstrengend und lang, was? Kommst du mit der Zeitverschiebung zurecht? Alola und Kanto sind ja ganz schön weit voneinander entfernt. Für dich fühlt es sich bestimmt noch nicht wie Abend an, oder? Ach ja, das ist ja wieder komplett anders zwischen Mond und Sonne. Ach ja, ich vergaß. Egal. Hallo Professor Kukui, wir sind gestern in Alola eingetroffen. Ha, die Dame des Hauses. Ich war so frei, mich selbst hereinzulassen. Ja, im V-Life würde man das jetzt nicht machen. Das wäre nicht so sozial genug, aber ja gut, in Games wie Pokémon kann man das ja mal ruhig machen, warum auch nicht. Ach, und das mit dem Professor lassen wir lieber, wenn's recht ist. Warum denn so formell? Duzen wir uns doch einfach. Ich heiße euch herzlich in Alola willkommen. Vielen Dank. Ich erinnere mich noch gut daran, wie sie, ich meine, natürlich du, damals gegen die Arenaleiter von Kanto gekämpft hast. Als wäre es gestern gewesen. Seitdem faszinieren mich die Pokémon der Alola-Region und jetzt bin ich endlich hier. Ich war damals in Kanto, um dort Pokémon-Attacken zu erforschen. Aber obwohl ich schon viel über das Thema wusste, haben mich die Arena-Liner ganz schön alt aussehen lassen. Aber genug von Kanto. Komm doch mit mir, Justin. Lass uns die Nachbarschaft, wie auch immer, besuchen. Dort kannst du den Inselkönig treffen und mit etwas Glück erhältst du auch ein Pokémon. Den Inselkönig? Richtig, der Inselkönig ist ein äußerst starker und erfahrener Pokémon-Trainer. Nur wenige können ihm im Kampf das Wasser reichen. Und er gibt allen Kindern in Lili, die bereit sind, sich einem großen Abenteuer zu stellen, lieben gerne ihr erstes Pokémon. Na sowas, und er bekommt echt ein Pokémon von ihm? Der Inselkönig ist ja wirklich nett. Cool. Worauf wartest du noch, Justin? Geh und hol schnell deine Sachen. Deine Mütze und dein Beutel findest du in einem der Umzugskartons in deinem Zimmer. Ach, und vergiss nicht, einen Blick in deine Abenteuerfibel zu werfen. Ich glaube, sie liegt auf dem Schreibtisch. Sie meint das Buch, ja, was wir durchgelesen haben, mit den zwei Regeln. Was jeder kapiert. Auf jeden Fall. Ho, na, da bin ich mal gespannt, was für eine Mütze du trägst. Ja, also nochmal hoch zu unser Zimmer. Müsste das doch der sein. Du durchwühlst die Umzugskiste. Du findest deine Mütze und deinen Beutel. Sieht echt nice aus. Und schon viel besser. So sieht ein echter Pokémon-Trainer aus, mit Kappe, beziehungsweise Mütze und einem Rucksack-Beutel. Hier bin ich wieder. Sieht so aus, als wärst du reisefertig. Viel Spaß! Keine Sorge, die restlichen Kisten kann ich alleine auspacken. Ich will ja, dass sich dein Pokémon bei uns wohlfühlt.
Auf jeden Fall. Wow, stylische Mütze. Deine Mutter scheint sich ja sehr darüber zu freuen, dass du einen Pokémon bekommst. Gut, dann machen wir uns auf die Socken. Ab nach Lili... oder so ähnlich. Dort suchen wir den Inselkönig und besorgen dir dein erstes Pokémon. Ja, dann würde ich sagen... Ja, wenn es nichts mehr gibt, dann verlassen wir das Haus, Elternhaus, je nachdem, und schreiten in die Alola-Region. Stellen dabei fest, dass es abends ist, weil ja die Zeitverschiebung zwischen Mond und Sonne ist anders. Wenn es im Real Life Tag ist, ist es beim Mond dunkel. Und ja. Und wenn es im Real Life dunkel ist, dann ist es in-game halt hell. Außer bei Mond und Sonne, dann ist es wieder komplett quasi im Gegenteil. Das klingt kompliziert, aber ist aber so. So. Hier marschieren wir schon mal raus. Wo müssen wir jetzt überhaupt als erstes hin? Warte mal, vielleicht zum Briefkasten. Das zu Hause von Justin. Okay, mehr nicht. Gut. Das ist die Garage. So wie es auf jeden Fall aussieht. Hier ist noch so ein Nebeneingang oder so. Oder ein Balkon. So eine Art. Kann man es auf jeden Fall sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob es abends hier so viel los ist. Aber egal, hier ist Professor Kui. Also dann. Willkommen in Alola. Einem wahren Paradies für Pokémon. Hier in Alola leben Menschen und Pokémon miteinander in Harmonie. Und helfen sich gegenseitig. Solange du ein Pokémon an deiner Seite hast, stehen dir in Alola alle Türen offen. Deshalb muss ich dich auch so schnell wie möglich dem Inselkönig vorstellen. Folge mir. Das Dorf Lili oder so ähnlich ist nicht weit von hier. Ja, dann folgen wir mal dem Professor. Wir sehen schon mal. Hier ist ein kleines Kitty. So sprechen wir mal an. Hallo, du siehst aus, als würde es dir Spaß machen, in Alola herumzulaufen. Da bekomme ich auch gleich Lust auf einen ordentlichen Sprint. Wie ging dieses berühmte Lied nochmal? Den B-Knopf gedrückt, gesprintet wie verrückt. Und das Wuffels! Ich find's voll irgendwie voll niedlich. Mal schauen, ob es dann auch in unser Team kommt später. Route 1. Und die Einblendung ist schon mal sehr nice. Das haben wir ja in der Spezialdemo übrigens gesehen. Und ich habe mir für dieses Let's Play mal was anderes ausgedacht, weil ihr seht es ja drumherum. Also wenn's gut klappt und ich es auch passend reinschneiden kann, dann ja, dann seht auf jeden Fall so unten drunter 6 Pokébälle, also wegen Teams und so, die ich haben werde. Und dann ja so mit einem schicken Pokémon Mond Style halt links und rechts und oben links in der Ecke und dann halt als Hintergrund halt die kompletten, wie viel waren es, 4-5 Inseln. Ja, habe ich mir auch ein bisschen was überlegt, damit es nicht so langweilig aussieht. Wenn schon abgefilmt, dann soll es auch nicht so scheiße wirken. So gut, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ja, sprechen wir ihm auf jeden Fall mal an. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Inzwischen reicht ein Knopfdruck, um mit anderen Spielern Pokémon zu tauschen oder einen Pokémon-Kampf auszutragen. Das stimmt auf jeden Fall. Na, rennen wir mal, das geht besser. Irgendwie finde ich die Rennanimation besser als die Laufanimation, weil die Laufanimation ist okay, aber wie er die Arme bewegt, finde ich irgendwie ein kleines bisschen merkwürdig. Ja, aber sonst ist es einigermaßen in Ordnung. Und Justin, wie gefällt es dir, Nalola? Ja, ziemlich gut, aber die paar Fußstapfen, die ich gerade momentan gemacht habe, macht's nicht aus, um alles kennenzulernen, findest du nicht? Aber wir gehen einfach mal auf Klasse, weil wir es einfach sehr gut finden. Das hört man gerne. Es freut mich, dass dir die Alola-Region bereits ans Herz gewachsen ist. Und du... Haben wir auch gleich einen jungen Pokémon-Trainer aus Alola.
Professor Kukui, Sie müssen mir unbedingt... Oh nee, warte mal, das ist der Kleine. Professor Kukui, Sie müssen mir unbedingt ganz bald wieder eine Attacke empfehlen. Ach was, in der Wirklichkeit weißt du sicher schon, welche Attacken du einsetzen möchtest, oder? Komm doch bitte, sobald dein Pokémon eine neue Attacke erlernt hat, dann kämpfen wir. Ja, das kann noch ein bisschen dauern. Hier. Schau, du kannst dich mit Pokémon ins hohe Gras stürzen und dort versuchen, wilde Pokémon für dein Team zu fangen. Aber dafür brauchst du natürlich erst dein eigenes Pokémon. Das ist auf jeden Fall klar, weil ohne geht's ja wieder nicht. Und Trainer lassen ihre geliebten Pokémon am liebsten gegeneinander im Kampf antreten, um zu sehen, wessen Team mehr drauf hat. Los jetzt, Manguinior. Ja, ich habe es komplett falsch ausgesprochen, Mann, bin ich dämlich, ich kann noch nicht mal richtig lesen. Ja, Mangu! Hey, du bist doch neu hierher gezogen, oder? Da lass uns unbedingt mal einen aufregenden Pokémon-Kampf austragen. Siehst du, dank der Pokémon lernt man hier im Handumdrehen neue Leute kennen. In Ordnung. Dann wollen wir mal. Lili. Wie auch immer. Liegt jetzt direkt vor uns. Und das ist dann nochmal eine kleine Stadt. Wahrscheinlich. So wie es aussieht, auf jeden Fall. Da wären wir auch schon. Das hier ist das wunderschöne Lili. Oder so ähnlich. Und genau hier wird auch der Schutzpatron von Mili Mili Kapu Rigi von allen verehrt. Nanu? Ja, ich hatte doch gesagt, dass wir uns alle hier treffen. Entschuldigt, ich bin noch ein kleines bisschen verschnupft und ja, sowas nebenbei im Rande. Vielleicht wartet er weiterhin beim Maholo Bergpfad. Wahrscheinlich. Oder er hat es einfach nur vergessen. Dort befindet sich nämlich die Ruine des Schutzpatrons Kaporiki. Ah ja, hier dieses Pokémon. Gelb, orange und so. Ja. Justin, bist du so gut und gehst den Inselkönig suchen? Ich bleibe sicherheitshalber hier, damit wir uns nicht verpassen. Können wir gerne machen. Der Inselkönig sieht genauso aus, wie man sich ihn vorstellt. Wie der König der Insel hat. Ja, können wir gerne machen. Aber das dann im nächsten Part. Dann würde ich sagen, wenn euch dieser erste Part von Pokémon Mond gefallen hat. Auch wenn es hier doch abgefilmt ist, aber anders kann ich es leider auch nicht ändern. Und ja, ich wollte es dennoch abfilmen, weil ich halt trotzdem Bock hatte, es erstens zu zocken und ich wollte es sowieso als Let's Play machen. Und ich hatte eigentlich mal in irgendeinem Video mal gesagt, dass ich erstmal eine Capture Card kaufen wollte. Aber wie gesagt, ich will das jetzt hier als Let's Play machen und gut ist. Jedenfalls, wenn euch dieser erste Part gefallen hat, dann drückt gerne Daumen hoch, wenn nicht, dann Daumen runter. Und wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut.